Ja, und ein weiteres Mal herzlich willkommen auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Until Dawn Rush of Blood. Ja, Episode 4, da habe ich richtig leiden müssen, glaube ich. 4, 5 Mal bin ich verstorben und ich hoffe, das wird uns jetzt in der nächsten... Ja, auf der nächsten Fahrt ein bisschen erspart bleiben. Ich bin gespannt. Okay, wir starten einfach... Wir beginnen mit Level 5. Mal gucken, was auf uns zukommt. Tja, das sieht ja alles schon ziemlich kaputt aus. Das war ja mal eine explosive Entwicklung. Das stimmt wohl. Dank dir sind wir den Psychopathen los. Aber es sieht ganz so aus, als kämen wir dadurch nur vom Regen in die Traufe. Na klasse. Wir haben schlafende Hunde geweckt. Oh nein, bitte nicht. Mach lieber, dass du hier wegkommst. Ja, ich werde versuchen. Wen haben wir denn geweckt? Wen definierst du als schlafenden Hund? Ja, klasse. Das wird immer düster und immer böser hier. Ach du Kacke, ich hab schon so eine mehr als blasse Vorahnung, was jetzt hier auf uns wartet. Ich sag nur eins, Wendigo. Ja, da müssen wir die halt platt machen, ne? Was soll's? Weil war es nicht so, dass man Wendigo nach Möglichkeit nicht töten sollte? Weil sonst der Geist der Wendigos irgendwie frei in der Luft rumschwebt und keine Ahnung. Ich habe... Hallo? Ich habe keinerlei Taschenlampe aktuell. Ziemlich fies. Oh nein, der Turm. Auch den kennt man noch. Okay. Ach du Kacke. Da kommen sie... Boah, was bist du denn für ein Vieh? Alter! Das ist ja fies. Da bin ich ja gar nicht für zu haben. Okay, neue Muni. Immer her damit. Ja, ist kein Problem. Kommt doch her. Kommt doch her, Jungs. Ist doch gar kein Thema. Bleib schön smutsche. Gefahr, ey. Was ist hier los? Scheiße, wir werden von... Oh nein! Nicht dein Ernst, ey! Oh, fies! Ist das eklig! Ich hab nichts gegen Spinnen! Absolut nicht, aber... Meine, mit so einer großen Tarantel möchte ich mich auch nur sehr ungern anlegen. Aber weißt du was, komm, diesmal fahren wir einfach mal hier rein. Ich bin die letzten Male schon nicht in die Mine rein, aber diesmal fahren wir hin. Das ist ganz schön eklig. Ich vermute mal Spinneneier, ja? Oh, da möchte ich aber nicht rein. Nicht in diese Suppe hier. Die Spinneneier kann ich wohl kaputt machen. Okay. Eigentlich ziemlich gemein, aber... Ich hab... Oh, sogar giftig. Oder Säure. Oh, Kacke, sein Kopf. Oh, shit. Was seid ihr denn für Viecher? Boah. Ist das eklig, ey. Das ist überhaupt nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Boah. Nee. Ich darf mir nicht so viele Spinnen einverleiben hier. Ist das übel. Überall. Eigentlich gar keine ruhige Ecke, wo keine Spinne ist. Okay. Noch geht's mir anscheinend relativ gut. Auch wenn ich schon ein bisschen Schaden... erleiden musste. Ja. Oh. Eine Puppe. Oh, Mist. Alter. Alter. Oh nein, es geht schon wieder abwärts. Da fängt sofort an, fangen sofort an, die Füße zu wackeln, weil man sich festhalten möchte, irgendwie krampfhaft. Aber ein sehr geiles Gefühl. Ziemlich gut. Dafür bin ich echt zu haben. Ich habe die Puppe vergessen. Hab sie nicht mitgenommen.
Und wir sind bei 2. Von mir aus. Okay, entgleist, ja? Was soll ich machen? Ich muss gar nichts machen, ne? Spitze. Okay. Ja. Oh, es gibt sogar mittelgroße Spinnen. Also die sind auch schon riesig, aber nichts im Vergleich zu der Mutter. Klasse. Ganze Munition aufgebraucht. Wegen den kleinen Ich wollte gerade sagen Viechern, aber ich nehme es zurück. Wegen den kleinen Wesen. Shit. Ziemlich beängstigend. Oh, 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 oh. Die läuft hier übers Haus hinweg. Ah. Echt aufpassen, ich nehme so viel Schaden hier. Ich will keine Muni mehr. Oh, klasse. Mist, lass die Schulter dran, bitte. Lass bitte die Schulter dran. Oh, Kacke. Oh, ist das fies. Ist das fies. Wahrscheinlich total in den Rücken reingeschnitten gerade. Ah, wie gemein. Komm weg hier. Okay, neue Muni. Gerne mitgenommen. Uah, was bist du denn für einer? Was hat der denn für komische Gedärme da am Bauch hängen? Okay. Kein Ding. Doch, das ist ja relativ einfach. Ich vermute mal, die sollen wohl explodieren, aber da fehlt die Explosionsanimation. Oh, weg hier. Weg hier. Oh nein, ich hätte doch gerne da lang gefahren. Da ist nur eine Uhr. Die Level werden echt immer abgedrehter. Was ist denn das hier für eine Waffe? Ah, okay, alles klar. So eine Art. Wie geht's? Boah. Gar nicht cool. Boah, fies. Krass. Oh nein, nicht ernsthaft, oder? Bleib auch ja schön oben. Ja. Spinne, Spinne hier, Spinne da. Spinne überall. Okay. Igitt. Eklig. Das schien irgendeine Art Leuchtmunition gewesen zu sein. Oder Brandmunition. Nimm das hier. So, weg von den Spinnen. Komm, weiter. Oh, bitte nicht ganz so schnell, ja? Ich muss heute noch irgendwo ankommen.
Okay, habe ich. Das ist ja fies. Was wartet denn? Weiß nicht, was am meisten Schaden macht. Die Augen oder irgendwas anderes? Der Hinterleib. Der Hinterleib, jawohl. Der Hinterleib tut ihr weh. Wenn man da Schaden erzeugt. Oh, ich habe die ganzen Spinnen hier übersehen. Okay. Was wollt ihr denn hier bitte? Alles klar. So, Spinnchen, komm mal her. Ist sie irgendwo noch nicht getroffen? Oh, Kacke. Komm her, jetzt aber. Fahr zur Hölle. Mist. Das ist doch richtig scheiße. Was mache ich denn gegen die? Ach, auf die Augen. Alles klar. So, ich hab sie. Jawohl, gute Nacht. Gute Nacht. Das ist schon ziemlich... Oh nein. Oh, Kack. Ja, rein theoretisch wäre ich jetzt tot, aber ich glaube, das Level ist zu Ende. Wir sind wieder zurück im Untersuchungsraum. Momente, in denen ich nicht dachte, dass du es schaffst. Ja, danke für dein Vertrauen. Auf das sind wir gar nicht angewiesen. Gepackt haben wir es, nichts anderes. So, sehr schön. 7 von 20 Sammelobjekten ist nicht so perfekt. Eine 1 minus geht und das Geheimnis, irgendeinen Rollstuhl haben wir auch nicht gefunden. Aber wie gesagt, das ist nicht wild. Leute, hat's euch gefallen? Dann Däumchen, Kommentar. Richtig gut wäre das. Ansonsten, wenn es euch richtig gefallen hat, vielleicht sogar ein Abo hinterher, umso besser. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Bye.